Meine Damen und Herren hier im Stadion und natürlich auch unsere zahlreichen Zuhörer zu Hause an den Rundfunkgeräten, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Großereignis. Die Übertragung hat etwas verspätet begonnen. Die Teilnehmer haben bereits Aufstellung genommen und konzentrieren sich auf den Startschuss. Die Laufbahn in fast perfektem Zustand. Nachdem man auf den Einsatz von Glyphosat verzichtet hat, ist es nicht ganz gelungen, sie komplett pilzfrei zu machen. Aber immerhin hat man jedes weitere Wachstum von Grün unterbunden. Auf den linken Bahnen daher ein etwas ausgelichtetes Starterfeld. Eigentlich nur mehr die Grazer KPÖ für die Sozialistische Internationale am Start. Eine etwas führerlos wirkende Mannschaft in verblassten roten Leibern versucht einen Fußbreit links der Mitte ihre Position zu finden. Eigentlich wollte man mit Sebastian Kurz Händchen halten. Der hat sich aber in einiger Entfernung etwas aufdringlich in die erste Startreihe gedrängt und hängt an Horst Seehofers rechtem Rockzipfel, sodass er links keine Hand mehr frei hat. Ja, daher sticht das Gedränge rechts der Mitte. Eine geschlossene Stirnreihe von Merkel bis Erdogan, der sich mit Orban um die Pole Position am Ende der Demokratie streitet. Aber da fällt schon der Startschuss, die Favoriten sprinten los. Aber was ist das? Karin Kneißl verharrt bewegungslos in einem tiefen Hofknicks an der Startlinie und will erst loslaufen, wenn sie von Putin dazu aufgefordert wird. Ganz anders Herbert Kickl, der ist auf seinem Polizeipferd in der bevorzugten braunen Fellfarbe schon vorgeprescht. An der ersten Weggabelung steht Norbert Hofer und hält ein Tafel hoch mit einem Rechtsabbiegepfeil. Die gesamte Regierungsmannschaft macht eine scharfe Wende nach rechts. Nachdem sie aber ohnehin schon sehr rechtslastig unterwegs sind, bedeutet das eine Totalumkehr. In einem affenartigen Tempo mit 140, sagen wir 160, km/h werden alle Errungenschaften der Demokratie und Sozialpartnerschaft rückabgewickelt. Als erstes fällt die Selbstverwaltung der Krankenkassen, dann der Nichtraucherschutz, dann die Ausbau der Kinderbetreuung, die Integration von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache. Ja, jetzt fällt auch die Lehrlingsausbildung für Asylwerber und das geht sich noch aus. Gleich fallen die Menschenrechte. Von den Seitenlinien hört man die Chöre der Burschenschafter, die ihre Gesinnungsgenossen anfeuern. Die schönen Männerstimmen sind allerdings schwer zu verstehen. Wegen der vielen geschwärzten Textstellen ist nichts Genaueres auszumachen. Irgendwas von 6 Millionen sind nicht genug. Da dürfte es sich um die Empfehlung für die Höhe der Schmiergeldzahlungen handeln. Dazu berichten wir wieder live aus den diversen Gerichtssälen, sobald die blaue Mannschaft den Leiberltausch mit dem Team der Untersuchungshäftlinge vollzogen hat. Aber noch ist das Rennen nicht entschieden. Die Sozialministerin Hartinger Klein hinkt etwas hinterher. Um die 150 Euro monatlich sind sich keine Laufschuhe ausgegangen. Und nach ihrem 12-Stunden-Arbeitstag, selbstverständlich ohne lästige Überstundenzuschläge, hatte sie weder Zeit noch Energie für das Event zu trainieren. Ganz anders Harald Mara, ja, der zieht dahin. Das sollen sich doch diese wehleidigen Alleinerzieherinnen ein Beispiel nehmen. Was heißt der Doppel- oder Dreifachbelastung? Im Laufen erledigt er ganz nebenbei die Aufgaben von bis zu 7 staatstragenden Funktionen. Da fragt man sich, wozu man die restliche Regierungsmannschaft eigentlich braucht. Ja, meine Damen und Herren, jetzt wird mir ein Detail aus der vergangenen Trainingsphase klar. Es war also kein sträflicher Leichtsinn, die ganze Regierungsmannschaft in ein Flugzeug nach Brüssel zu setzen. Weil auch im Falle eines Absturzes wäre zwar das Defizit der AUVA in die Höhe geschnellt und hätte die endgültige Zerschlagung einer funktionierenden Unfallversorgung notwendig gemacht, aber Harald Mara hätte einfach die Regierungsgeschäfte im Alleingang übernehmen können. Die Interessen der Wirtschaft wären gewährleistet. Man hätte also quasi überhaupt keinen Unterschied gemerkt. Noch dazu, wo Vizekanzler Strache ja Harald Flimski mit einem einfachen Platzbefehl in Brüssel belassen hat, damit er dort über Beleidigungen für Eskalationen sorgen kann, damit man zu Hause in Ruhe den Sozialstaat fertig abbauen kann. Aber soeben erhalte ich eine Meldung, über der Marathonstrecke sind wegen der anhaltenden Erderwärmung
um die man sich leider wegen der Bemühungen um die Privatisierung von Gewinnen und Steuervermeidung nicht kümmern kann, sind also über der Marathonstrecke Waldbrände ausgebrochen. Löschversuche sind wegen des immer noch aufgespannten Rettungsschirms über Griechenland erfolglos. Es kommt lediglich zu leichten Zinsniederschlag in Zentraleuropa, also Österreich und Deutschland, während man sogar in Skandinavien gegen den Flächenbrand an Sozialabbau kämpft und immer wieder mit neuen Glutnestern von aufflammendem Rassismus und Ausländerhass zu tun hat. Es kommt zu tumultartigen Zwischenfällen. Also wir melden uns dann wieder im Spätjournal. Es könnte sein, dass das Rennen sogar abgebrochen werden muss. Aber für den Fall, also dass man das Modell der internationalen Solidarität verlassen muss, berichten wir dann einfach wieder aus der Lokalliga. Wir melden uns aus Wulkerbrodersdorf vom Nachwuchsbewerb der Freiwilligen Feuerwehr Löschen für Anfänger. Back to the roots. Vielleicht hilft es ja, wenn man sieht, wie solidarisches Helfen Spaß macht. Dankeschön. Dankeschön. So. Wir schalten zurück ins Studio. Hier ist inzwischen alles bereit für den nächsten Gang. Wir begeben uns in eine ganz andere Welt, in die der Engel. Dass die auch Spaß verstehen, wird Ihnen Monika Huemer mit einem Ausschnitt aus ihrem Programm Können Engel lachen 2.0 beweisen. Also eins ist sicher, Sie werden lachen und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit unserem nächsten Gang. Monika Huemer! Mitleidiges Gesicht. Brauchen Sie nicht haben. Ich hab nicht Kreuzweh. Ich übe nur fürs Altersheim. Mami, gefreut das so. Ich darf heute das erste Mal in der Stadt der Engel spielen. Die Bengeln sind schon weg. Wieder ausgeflogen, Gott sei Dank. Ja, und ich darf mir mal kurz vorstellen, mein Name ist Duricek. Vorname Frau. Ja, zu mehr hat's nicht gereicht, bezüglich der Datenschutzgrundverordnung. Ja, mich kann keiner stalken, gell? Man hätte vielleicht schon ganz gerne mal so einen Stalk-Daten. Sie mich stalken? Nicht so richtig, gell? Ja, und ich bin eine heute für Sie fleischgewordene niedere Emotion meines höheren Selbst, einer hochspirituellen Frau namens Monika Huemer, die mit Engeln spricht. Boah, da bin ich jetzt wirklich froh, dass ich diesen Satz so schön ausgebracht habe, weil, ach, Sie müssen verstehen, mir als niedere Emotion, also ich bin so die Ratschen, die Tratschen, die Erdige quasi, ja, Sie werden schon merken, mir fehlt ja etwas Entscheidendes. Ich habe kein Hirn. Mein Hirn ist im Bauch gerutscht. Ich habe nur emotionale Gedanken. Und indem ich kein Hirn habe, habe ich eine ganz starke energetische Verbindung zu Models. Ja, ich weiß, das war jetzt ein bisschen besser, gell? Aber ich habe mir ja deswegen heute so eine schöne Frisur gemacht. Ja? Schauen Sie, ich habe mich heute so hübsch gemacht, extra für Ihnen. Damit Sie mich richtig wahrnehmen einmal. Ja, mit goldenen Schuhen, einer tollen, eleganten Jogginghosen. Ja, ja, die Kleiderschürzen, okay. Die Dinger sind ja weg, aber die Spitzenshirt. Ne? Und dann diese tolle Frisur, diese Modelfrisur. Ich meine, mein Großvater, ich muss sagen, ich komme aus Oberösterreich, mein Großvater hat gesagt, na ja, sie hat eine Mauerfrisur, gell. Ja, mein Großvater hat ja eigentlich das Wort Model erfunden.
Hat es denn früher ein Model gegeben? Entschuldigung, wenn ich ein bisschen zu nahe tritt, aber sie schauen ein bisschen aus wie ein Großvater. Ich meine, es kann aber auch sein, das Licht ist nicht so super da. Naja, das könnte ja sein, dass Sie das noch wissen. Es hat ja früher keine Models gegeben, es waren ja nur die Mannequins da, gell? Die Mannequins, ich meine, das ist ein französischer Ausdruck, das zerrinnt ja schon richtig, gell? Auf den Lippen, Mannequin. Ja, und mein Großvater, das war ein Bauer. Das war so ein richtiger, erdiger, ehrlicher, oberösterreichischer Bauer. Und eines Tages hat er gesagt zu mir, Wursti, hat er gesagt. Ja, Wursti war mein Kosename. Ich war nämlich ein sehr dickes Kind. Und mein Großvater war so ehrlich, hätte er mir vielleicht Prinzesschen nennen sollen, oder was? Es hat damals keine dicken Prinzessinnen gegeben. Und auch keine dicken Einhörner, gell? Die waren alle schlank, nichts dick. Also war ich die Wursti. Und darum hat er gesagt, Wursti, macht jetzt eine große Freude, wir fahren aufs Wörser Volksfest. Kennt irgendwer Wörs da herinnen? Stadt Wörs, Sie kennen das, okay? Das ist ja einmal ein Jahr oder zweimal ein Jahr dieses Volksfest, diese Landwirtschaftsmesse. Volksfest und Urveranermarkt, das Highlight eines oberösterreichischen Bauern, ja? Dazwischen gibt es nichts. Ja, ein Blues-City oder sowas hat es ja damals noch nicht gegeben, ne? Ja, und ich habe mich so gefreut, auf das Ringelspiel fahren. Obwohl ich muss sagen, ich war ja wirklich so dick, ich habe ja auch mein Dreiraller gedruckt, gell? Aufgesetzt. Naja, der war aus Aluminium, gell? Alu halt nicht wirklich viel aus. Ich meine, Edelstahl, wenn er heutzutage schon gewesen war, aus Edelstahl hätte er mich vielleicht ausgehört. Ja, jetzt war natürlich das mit dem Ringelspiel fahren auch nichts. Weil mein Großvater gesagt, du wurscht, ich sagte, ich sitze dich da ungern auf, gell? Weil ich glaube, ich habe nicht so eine große Haftpflichtversicherung. So ein Ringelspiel ist einmal teuer, weiß und ist heute noch. Ne? Sagt er, weißt du was, wir gehen in das große Festzelt und da war eine Modenschau. Eine Modenschau von Modenmüller. Kennt noch wer Modenmüller? Modenmüller aus Liezen, glaube ich, war der auch beheimatet, Modenmüller. Und da gibt es eine Modenschau und da war ein Moderator und der hat so lange blonde Haare gehabt. Ja, ich sage so Anfang der 70er Jahre, gell, waren die langgezogen und modern. Kommen auch wieder. Und der hat eben so lange blonde Haare gehabt, hat irgendwie ausgeschaut wie der Florian Silbereisen, damals schon, bevor er sich die Haare kurz geschnitten hat, weil sonst verwechselt man mit seiner Freundin, ne? Ja, und der hat auch gesungen, der hat auch wirklich gesungen, der hat volle Wäsche hat der gesungen. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht, viva España. Und die Leute waren gut drauf und wir haben die Bratwürsteln gecovert und die Sauerkraut gegessen. Und die Modenschau hat begonnen und dieser Moderator da, dieser Florian Silbereisen-Verschnitt, hat ihm dann diese Mannequins angekündigt und die sind ihm dann so rausgekommen. Darf ich Ihnen das einmal kurz präsentieren? So sind halt die dann rausgekommen, ja. Und er hat halt das Gewand beschrieben. Jetzt kommt die Maria und die trägt ein pinkfarbenes Kostüm mit Puffärmeln, an den Seiten tailliert mit drei goldenen Knöpfen. Ich muss entschuldigen, mir rennt die Nase. Das ist nämlich immer, wenn es so heiß wird, da herinnen, wenn es mir die anscheinen. Die niedere Emotion hält das einfach nicht aus. Weil ich bin ja noch kein Körper gewohnt, ne? Bin ja nicht gewohnt. So, jetzt geht's wieder. Ja, und einen Bleistiftrock, ebenfalls in Pinkfarben mit einem kleinen Gehschlitz hinten. Und die Maria, die ist ihm dann so gekommen, gell? So, und dann hat sie gelacht. Die haben nämlich nur gelacht. Wissen Sie, warum die nur gelacht haben? Die haben nämlich nur was zum Essen gekriegt. Also die waren wirklich nur figürlich, hat mein Großvater gesagt, schau, sagt der Wurschte, die ist figürlich. Ja, neuer Ausdruck wieder, ne? Und ich habe mich gefreut. Nein, ich habe so eine Freude gehabt. Ich sage Ihnen, wir sind dann heimgefahren und ich habe nur mehr Modeschau gespielt daheim, gell? In der Stube, ich habe mir dann von meiner Mutter einen alten Unterrock besorgt mit so Spitzen. Mein Bruder war der Moderator. Er hat nicht recht viel Freude gehabt. Nein, Freude hat er keine damit gehabt, er wollte da nicht singen. Singen wollte da nicht. Habe ich gesagt, okay, das passt. Und ich bin halt dann so gegangen. Ja, ich bin halt dann wieder so gegangen, so. Nein, so bin ich nicht gegangen. Ich habe so dicke Füße gehabt.
Bitte, wie soll ich denn die Füße so übereinander schlagen, ne? Jetzt habe ich mir halt wirklich schwer da, dass ich da so gehen habe können, obwohl ich sagen muss, es gibt ja im Leben nichts Negatives, sondern Positives. Indem ich so dicke Füße gehabt habe, war ich nämlich super zum Geradestampfen. Ja, wir haben Sauerkraut gemacht daheim. Und kennen Sie nur, wie man Sauerkraut macht? Biowelle schwappt wieder über. Das müssen wir jetzt eigentlich wissen. Jeder sein eigenes Sauerkraut für zu Hause. Man nimmt ein Kraut, man hachelt das Kraut und legt es dann in ein Fass und ein Salz drauf. Also eine Lage Salz, eine Lage Gewürze, Kümmel und so weiter. Und dann wieder Kraut und dann fest stampfen. Gell? Also wirklich, probieren Sie es einmal, ob Sie das können. Probieren Sie einmal. Stampfen Sie einmal eine Runde mit mir. Es tut Ihnen sicher gut, tut auch die Venen gut. Gell? Das geht ja super. Also Sie können jetzt heimgehen und können quasi anfangen. Herbstzeit ist auch. Statt einem Kürbis einmal machen Sie halt auch in ein eigenes Sauerkraut. Ja, Kürbis, pf, jeder isst nur mehr Kürbis. Ja, und wie gesagt, es gibt ja nichts Negatives, sondern Positives. Und ich habe dann wirklich eine ganz starke Veränderung gemacht. Ich habe auch jetzt eine ganz starke Veränderung hinter mir, weil mein höheres Selbst ja, will mich natürlich ein bisschen wegbringen von dieser niederen Emotion. Ich sollte da mal ein bisschen anfangen, mit den Engeln zu arbeiten. Und ich habe jetzt wirklich ein bisschen ein Beziehungsproblem. Nein, ich habe nicht meinen Mann in der Pfeife gebracht. Ich habe einfach das Rauchen aufgehört. Und seitdem habe ich nämlich ein Beziehungsproblem mit meinem Gewand. Das kommt immer näher. Und das spannt. Und das Druck, das Gewand, das nimmt mich voll, das nimmt mir vollkommen den Freiraum. Ich stecke drin in dem Gewand, das ist gigantisch. Jetzt zeige ich nochmal die Schürzen da. Ja, ich habe jetzt eine Woche nicht gespielt. Ja? So, ich habe das sowieso gemacht. Always look on the bright side of life. Du, 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 du. Dabei geht es noch. Aber wissen Sie was? Die nähert sich mir an. Gell? Also ich merke das. Früher bin ich ja davon gerannt. Aber wie gesagt, ich muss ein bisschen aufpassen mit meinem Gewicht. Oder? Nein, ich fange nicht wieder das Rauchen an. Ist schon gescheiter, wenn man ein paar Kilo mehr um hat. Aber eins muss ich natürlich schon sagen, es gibt da eine Studie, dickes Kind, dicke Alte, ja. Da muss man schon sehr aufpassen, also denken Sie nach, wie Sie als Kind waren. Waren Sie als Kind ein Haring? Werden Sie als alter Mensch auch mal ein Haring sein, ja? Wenn Sie als Kind ein wenig beleibt waren, so wie ich, muss man schon aufpassen mit seinem Gewicht. Ja, und indem ich ja da jetzt so ein Problem habe mit meinem Gewand, jetzt muss ich natürlich ständig den Kosten durchforsten und muss mir halt ein neues Gewand kaufen. Und wenn eine Frau ein neues Gewand kauft, dann muss das auf der Stelle haben. Ne? Und ich habe nämlich auch jetzt im Herbst einen Sommerurlaub gebucht. Entschuldigung, ich muss einmal kurz trinken. Sie werden schon gemerkt haben, ich habe ein Problem mit meinen Zähnen. Gell? Es ist nämlich bei dieser Transformation, damit Sie mich sehen, ist nämlich was passiert. Ich habe zwar einen Körper gekriegt, aber keine Zähne. Jetzt habe ich heute noch schnell in Salzburg zu einem Zahnarzt gehen müssen und habe schauen müssen, dass ich Zähne kriege. Und aus Kostengründen und aus Gründen der Nachhaltigkeit habe ich mich für die Second Zähne entschieden. Manche Leute raus davon, ja. Ich meine, mir nicht, mir nicht. Mir ist es wurscht, wer die Zähne schon in seinem Mund gehabt hat. Auf was die schon gebissen haben, das ist mir komplett wurscht. Hauptsache, sie sind ein wenig schön. Aber ich glaube, ich habe so Zähne von einer Trinkerin. Haben Sie eh, das bin ich gehört, ja, Trinkerin. Weil ich muss die ständig befeuchten, weil nämlich sonst diese Oberlippe da, die klebt mir fest und ich kenne. Aber, wie gesagt, ich habe Ihnen anfangs gesagt, es gibt ja nichts Negatives, sondern Positives. Mhm. Ich kann nämlich mit den Zähnen meine Lippe auf Rasten stellen, schauen Sie. Und dann reden nämlich die Zähne dann auch weiter. Also wenn mein Kauwerkzeug, also mein Kiefer da jetzt ein bisschen Mitleidenschaft gezogen ist, dann stehe ich einfach die Lippe auf Rasten.
Ja, und wie gesagt, ich brauche ein neues Gewand. Ich habe einen Sommerurlaub gebucht, jetzt im Herbst. Ich brauche einen neuen Bikini. Und wenn eine Frau einen Bikini braucht, wie gesagt, wo fahren wir da hin? Bei uns in Linz, ich weiß nicht, wie es in Salzburg ist. Ich kenne in Salzburg ein bisschen zu wenig aus. Aber in Linz fährst du in die Plus City. Da sind alle Geschäften beieinander, was weiß ich, wie viel Verkaufsfläche das wir haben. Und ich habe da nämlich wirklich mein schnuckeliges Geschäft. Das wird gleich von zwei Designern geführt. C und A. Cotton und Acryl. Obwohl ich muss sagen, ich war ja noch bald ein bisschen abtrünnig geworden. Ich war bald zu Polyester und Kaschmir gegangen. Polyester, wissen Sie, Erdgeschoss, Kaschmir, Obergeschoss. Ich meine, für mich hätte nur das Und gereicht vom Portemonnaie her. Ja. Darum bin ich wieder beim mein C und A geblieben und habe mir gedacht, okay, ich gehe da jetzt halt rein und kaufe mir einen Bikini. Und mein höheres Selbst meldet sich zu Wort und sagt, Duricek, Duricek, du weißt, wo du hinfährst, du fährst in die Plus City, du musst dich schützen, das sind ja lauter negative Energien. Ja, sag ich, wie mache ich das? Sagt sie, ja, nimm da ein paar Engel mit. Sag ich, okay, wie nehme ich mir jetzt Engel mit? Ja, sagt sie, weißt du, da gibt es die Engel schon ganz modern angefüllt in der Spraydosen. Ja? Die kannst du mitnehmen, da gibt es die verschiedenen Aura-Fläschchen und da suchst du das jetzt aus, was du brauchst. Ich hatte vorgeschlagen, du nimmst da mit einen Erzengel Michael, der gibt dir Schutz und Glaube und Vertrauen in dich selber, ganz wichtig, wenn man ein Bikini kauft. Sie werden mir da zustimmen, ja? Dann nimm damit den Erzengel Schamuel, den Engel der Selbstliebe, so und so das Wichtigste überhaupt. Und dann nimmst du damit den Erzengel Gabriel, den Engel der Klarheit. Sie kennen ihn aus da hinten. Ich sehe ihn zwar nur schemenhaft, aber ich glaube, sie verwenden das auch, gell, diese Engelparfüm. Und der Klarheit, der Gabriel, weil damit du da das Richtige findest. So, ich fahre in die Plus City, bevor ich reingehe, oder besser gesagt in den Gängen der Plus City, fasse meine Engel aus. Spritz mich da ein, was nur geht. Die Leute haben mich angeschaut, die haben mir nachgeschaut, die haben gesagt, was tut die da? Ist das ein neues Werbetestimonial von irgendeinem besonderen Designer? Ja, ich meine, ich schaue schließlich so aus, gell? Ja, und dann bin ich schnurstracks, also offline, in den C&A reingegangen und dann habe ich gemerkt, es gibt eigentlich nur mehr eine Marke, die Marke Saale. Auf jedem Ständer Saale, 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 Saale. Ja, und dann habe ich Gott sei Dank gefunden, den wunderbaren türkisen Bikini. Ich habe ihn rausgefasst, also Erzengel Gabriel hat sofort einmal gewirkt, der Engel der Klarheit, war auch meine jetzige Größe. Und ich habe dann so eine Freude gehabt, ich bin mit dem Bikini unterm Arm bin ich Richtung Umkleidekabine gegangen und dann habe ich plötzlich eine Vision gehabt. Ich hatte eine Vision. Wie die Ursula Andres. Kennen Sie denn noch den Film James Bond? Ja, Dr. No. Sie werden ihn noch kennen. Wie die rausgestiegen ist aus den Fluten des Meeres, laszive. Und genauso habe ich mich gesehen, in diesem türkisfarbenen Bikini. Ich bin rausgestiegen und die Blicke, die gierigen Blicke der Männer ruhten auf meinem Körper. Und dann bin ich rein in diese Umkleidekabine und die Vision war weg. Ein unangenehmer Geruch strömt mir entgegen. Es ist der Angstschweiß meiner Vorgängerin. Aber ich beherzt, Erzengel Michael wirkt, dreh mich um, mach den Vorhang zu, dreh mich wieder um. Ein neonlichtgeschwängerter, eiskalter Spiegel starrt mir entgegen. Und er schaut mich an und sagt, ausziehen, ausziehen. Erzengel Michael wirkt. Und ich ziehe meine Bluse aus. Ein ehemals faltenfreies Dekolleté kommt zum Vorschein. Ehemals, gell? Mit einem wunderschönen Gentleman-Gang, jetzt eher eine ausgetretene Ackerfurche. Lapprige Oberarme. Trotz täglichen Trainings mit den Wasserflaschen. Entschuldigung, haben Sie einen Regenschirm mit? Es könnte sein, dass ich durch diese Zähne etwas ausdünste. Wahrscheinlich wäre es effektiver gewesen, wenn ich das Wasser nach dem Training getrunken hätte. Und dann
ist mir plötzlich mein Onkel Toni eingefallen. Und mein Onkel Toni hat gesagt zu mir, vom Rauchen kriegst du einen Hängebusen. Der hat recht gehabt. Obwohl, egal, so ist es nicht. So ist es nicht. Hätte dieser Isaac Newton nicht die Schwerkraft erfunden, war der nicht unter den Apfelbaum gesessen und war dem nicht dieser blöde Apfel im Schädel gefallen, ja? Dann wüsste man nämlich gar nicht, dass es eine Schwerkraft gibt. Es wäre nicht in unserem Bewusstsein, so wissen wir das. Und darum kann ich nur eins sagen, sind die Äpfel noch so klein, die Schwerkraft wird der Sieger sein. Mein Blick fällt auf meinen Bauch, früher ein Waschbrettbauch, jetzt ist es halt, ja, eine große Waschrumpel. Und in den 70er Jahren war das berühmt, eine Bikini-Brücke zu haben. Kennt das noch wer? Bikini-Brücke am Bauch, wenn man kling ist, hat man bis ins Juche gesehen. Ne? Naja, jetzt habe ich eher eine Golden Gate Bridge von San Francisco. Aber Erzengel Michael wirkt, gell? So, ich ziehe meine Hose weiter aus. Bläuliche Schlangen schlängeln sich empor. Krampfadern. Aber Erzengel Samuel beginnt zu wirken. Ah, der Engel der Selbstliebe, ich spüre das richtig, ja. Es kann man nichts anhaben. Mein Blick fällt auf meine Oberschenkel. Und da sehe ich das Schlimmste, was eine Frau sehen kann. Die Zellulite. Früher Orangenkrankheit genannt, jetzt eher Golfplatz-Syndrom. Und ich schaue mich in den Spiegel und ich merke in diesem Moment einfach zu viel Erzengel Gabriel erwischt. Den Engel der Klarheit. Ich habe mir dann einen Overall gekauft. Ja, und bevor jetzt die Männer da so süffisant lächeln und sagen, ja, die Frauen mit einer Bikini, was glauben Sie, wie es ihnen geht, wenn Sie zum C&A in diese Kabine gehen und eine Badehose probieren wollen, ja? Dann schreit der Spiegel, nicht ausziehen. Dann schreit der Spiegel, anlassen über Jean, passt eh, Dankeschön. Monika Hohemann.